Also, wenn ich auch mal was sagen darf. Ehrlich gesagt, Agnes, ich kann bald keine Eier mehr sehen. Wo soll ich denn sonst mit Ihnen hin? Seid doch froh, dass Sie so fleißig liegen. Also, ich muss auch sagen, allzu viel ist ungesund. Aber warum sammeln wir die nicht einfach? Und wenn wir 2 bis 3 Dutzend zusammen haben, dann geben wir sie halt einer Familie, die sich darüber freut. Ich meine, ich kenne da zum Beispiel die Familie Müller, die... So, Frau Krüger, und schon sind wir da. Ich glaube, für den Rückweg nehme ich mir dann doch lieber ein Taxi. Das werden wir ja sehen, Frau Krüger. Danke. Komm, Anna. Ja, aber was soll ich da machen? Ich meine, warum geht sie nicht einfach zur Polizei? Wie will sie das beweisen? Sie hat ja schließlich unterschrieben. Und wir sind in Deutschland. Allerdings. Hallo, Schwester. Tag, Frau Labern. Und Sie sind Frau Krüger? Ja. Ich habe Schwester Hanna schon erzählt, worum es geht. Schwester, hätten Sie vielleicht nachher ein paar Minuten für mich? Ja, natürlich. Vielleicht trinken Sie so lange im Refektorium einen Kaffee? Kommen Sie. Möchten Sie auch einen Kaffee? Nein, danke. Kommen Sie, setzen wir uns. Okay. Und dann erzählen Sie mir einfach noch mal ganz von vorn, worum es geht. Maria hat nur gesagt, dass Sie nicht die Einzige sind, die auf diese Bauernfänger hereingefallen ist. Ja, hier, die haben alle diesen Brief gekriegt. Hier. Gewinnbenachrichtigung. Gewinn. Sehr geehrte Frau Krüger, Sie wurden unter Hunderttausenden potenziellen Gewinnern unter notarieller Aufsicht ausgelost und wir dürfen Ihnen hiermit mitteilen, dass Sie den 3. Preis, einen Ausflug zur Burg Hohenwöllern, gewonnen haben, mit der Chance, dort bei Kaffee und Kuchen im Rahmen unseres Unterhaltungsprogramms den 2. oder sogar den 1. Preis zu gewinnen. Ja, 2. Preis eine elektrische Heizdecke und 1. Preis ein Auto. Natürlich haben alle den 2. Preis gewonnen, die elektrische Heizdecke für nur 19,99 Euro. Und dann stellte sich hinterher heraus, dass diese 19,99 Euro monatliche Raten sind. Na und wie viele Raten? 12. Oh. Dann sind es ja 240 Euro, ja. Das kann ich mir doch nicht leisten, wo meine Rente sowieso kaum reicht. Tja, Frau Krüger, aber das ist nun mal ein Vertrag und da ist Ihre Unterschrift drauf. Ja, ich weiß. Ja, und was ist mit den anderen Reiseteilnehmern? Warum tun Sie sich mit denen nicht zusammen und gehen gemeinsam gegen diese Firma vor? Zum Beispiel mit Hilfe der Verbraucherzentrale. Ach, ich habe doch keinen gekannt aus dem Bus. Und bei der Verbraucherzentrale, da haben Sie mir gesagt, das könne über ein Jahr dauern. Ja, und was dann? Dann schicken Sie mir doch den Gerichtsvollzieher. Oh, Frau Krüger, so schnell geht das nicht mit dem Gerichtsvollzieher. Wissen Sie vielleicht, ah ja, hier steht's ja, Abfahrt 11 Uhr ab Gasthaus zum Ochsen täglich außer Samstag und Sonntag. 11 Uhr, das könnten wir gerade noch schaffen. Nochmal? Ach nein, wenn wir beweisen können, dass dieser Reiseleiter Sie betrogen hat, dann sieht Ihr Fall doch ganz anders aus. Hm? Ja. Ah, schau mal, sowas hatte ich auch mal. Da passt der Hund dazu. Schick. Nur der Herr Wöller. Ja, ich bin's, Frau Labern. Hören Sie eigentlich nie Ihre Mailbox ab? Da dürften gut und gerne 10 Nachrichten von mir drauf sein. Quasi ein Roman mit dem Titel Wo ist Frau Labern? Also melden Sie sich bitte, ja? Weil sonst lasse ich Sie vom Wachmeister Meier in Ketten vorführen. Scherz. Also Labernchen, ja? Zickendraht. Und 20 und 21 und 22. 23. Herr Bürger, Herr Oberbürgermeister. Packen Sie Ihre 7 Sachen, Sie ziehen um. Umziehen? Aber wohin denn? Zu mir. Das heißt, Frau Labern ins Büro von der Frau Labern. Also los, kommen Sie. Wie, ich soll...
Bitte, Herr Wöller, bei aller Liebe, ich bin Kulturreferent der Stadt und keine Sekretärin. Kultur, ja? Kultur ist so überflüssig wie ein Kopf. Ein Federstrich von mir. Und Ihr mickriges Budget reicht nicht mehr für eine Briefmarke mit einer Fritote drauf. Klar? No. Was? No Fritete. Ja, wie auch immer. Kommen Sie. Ja? Kniebeugen können Sie auch aus meiner Sekretärin machen. Jawohl. Herr Treptow, wo bleiben Sie denn? So, jetzt machen Sie erstmal klar Schiff. Spülen, aufräumen, Ablage, Post und so weiter. Kapiert? Ja, da brauche ich ja Wochen, wenn es hinkommt. Ja, und? Aber zuerst machen Sie uns mal einen starken Kaffee, zwei Stück Käsekuchen und zuallererst verbinden Sie mich mit der schwarzen Mamba in München und lassen Sie sich ja nicht von dieser Blindschleiche im Vorzimmer abwimmeln. Ja, was ist, Herr Treptow? Steht Sie nicht herum wie ein Schirmständer in der Sahara Action? Schwarze Mamba? Ich soll in München im Tierpark anrufen? Ja, geht's denn noch? Sie sollen die Frau Reuter im Mutterhaus anrufen. Die Obernonne. Obernonne, jawohl. Bitte, Herr Schwabe, das dürfte reichen. Die Blumen bitte da hinten hinstellen. Reisflecken besorgen Sie sich bitte selber. Ich habe nicht so viele. Und Frau Dr. Reuter besteht darauf, dass das Foto an jedem Baum von hier bis zum Englischen Garten hängt. An jedem Baum? Mutterhausbüro, Frau Dr. Reuter. Treptow? Ach, die neue Frau Laban. Ich werde versuchen, Sie durchzustellen, aber ich garantiere für nichts. Frau Dr. Reuter ist im Augenblick nicht gut, auf Herrn Wöller zu sprechen. Herr Wöller würde Sie gerne sprechen. Der kommt mir gerade recht. Stellen Sie durch. Ich verbinde. Aber Schwester, da brauche ich ja Wochen. Bitte, Herr Stolpe, wir müssen den Hund wiederfinden. Etwa damit? Hund entlaufen? Hört auf den Namen Herr Hund. Also, haben Sie eine bessere Idee? Ja, ins Tierheim gehen und einen frischen besorgen. Die laufen da massenweise rum. Also, was rede ich? Dutzendweise. Tolle Idee. Ich bin Ihr literarischer Agent, Frau Hähnlein, nicht Ihr Hundefänger. Und als ein solcher muss ich Sie leider daran erinnern, dass Sie mit dem neuen Roman Man stirbt nicht zweimal seit Wochen überfällig sind. Den gibt's nicht mehr. Was? Was gibt's nicht mehr? Ich habe ihn umgetauft. Er heißt jetzt, auch Bischöfe müssen sterben. Ich habe mich so über Weihbischof Kalkbrunner geärgert. Irgendein Ventil musste ich finden. Auch Bischöfe müssen sterben. Das hat aber was. Freut mich, dass er Ihre Zustimmung findet. Und jetzt gehen Sie bitte. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich meinen Mitschwestern sagen soll. Die rufen hier jeden Tag an und fragen nach dem Hund. Und lügen darf ich ja leider nicht. Mutterhausbüro, Frau Agnes, was gibt's? Ja, wie es dem Hund geht. Na, wie es Hunden halt so geht. Die Großstadt macht ihm etwas zu schaffen. Er ist ja nur eure ländliche Idylle gewöhnt. Tag, weiß nicht, dass Sie das waren. Also, alles klar? Ja, schon. Aber willst nicht lieber du? Ach, mir nimmt der Mensch das doch niemals ab. Das ist was für tüdelige Senioren und unbedarfte Hausfrauen. Ach so, wie ich zum Beispiel. Ach, Felicitas, jetzt geh, die steigen schon alle ein. Also, wie das mit dem Handy funktioniert, das weißt du. Also, ich schalte es da ein. Ach. Ich schalte hier ein und warte, bis das Bild kommt mit dem roten Knopf und dann drücke ich drauf. Genau. Und dann legst du es unauffällig auf den Tisch, ja? Ja. Also, viel Glück. Hanna, mir ist so schlecht. Das ist die Aufregung. Das geht vorbei. 17 Uhr hol ich dich ab, ja? Jetzt geh. Ja, wen haben wir denn hier noch? Maya, Felicitas Maya. Ich habe den dritten Preis gewonnen. Ja, gratuliere, Frau Maya. Sie sind ein echter Glückspilz. Und wie ich Sie einschätze, haben Sie auch gute Chancen auf den zweiten Preis. Bitte schön. Wenn nicht sogar auf den ersten. Meinen Sie?
Ich bitte Sie, Frau Meier, eine Frau Ihres Formats. So, Potsdam Hops, ab die Post. Da kommt er gerade. Willst du es ihm selber sagen? Okay, ich richte es ihm aus. Tschüss. Sie meint, du sollst den Junior noch behalten. Sie schafft's nicht bis 4. Oh. Ja, hat die Frau sie noch alle? Wo ich für Oma noch Christstollen auftreiben muss und Christbaumkerzen. Die anderen sind gestern durchgeschmort. Warum sagst du ihr nicht, dass mit Weihnachten Schluss ist? Herrgott, das kann man doch von niemandem verlangen, jeden Abend Heiligabend zu feiern. Die Oma kann das. Sie kann auch jederzeit beim Notar anrufen und ihr Testament ändern lassen. Ist das Fläschchen fertig? Ja. Oh, danke. Ich glaube, wir wechseln jetzt mal die Windeln. Guten Tag. Ich weiß, ich störe, aber ich bin auch gleich wieder weg. Hallo, Junior. Was gibt's denn, Schwester? Da ist so ein Betrüger unterwegs, der alten Leuten Heizdecken andreht. Bitte nicht schon wieder. Meine Oma hat auch so eine. 240 Euro, aber sie schwört auf die Decke. Aber die Leute werden systematisch belogen und betrogen. Tja, nur kann man das nicht beweisen. Die einen schämen sich, weil sie übers Ohr gehauen wurden und die anderen wollen keinen Ärger und zahlen. So ist das halt. Aber wenn ich Ihnen Beweise bringe, Herr Meier! Ja? Wenn ich Ihnen Beweise bringe, zum Mithören und auf Band, könnten Sie dann was unternehmen? Das wäre schon was anderes, aber wie wollen gerade Sie das schaffen? Die Typen sind gerissen. Ich schaff das schon. Nein, also ganzzeitig kann ich mir nicht leisten, aber halbseitig. Und zwar Gebrauchtwagen vom Autohaus Wöller, dem Autospezialisten Ihres Vertrauens. Ein Jahr Garantie für Modelle unter 50.000 Kilometer, flexible Finanzierung. Ja, das Layout bringt Ihnen heute mein Herr Brotbeck noch vorbei. Und dann müsste es zeitlich für die Wochenendausgabe ja noch hinkommen. Genau, danke, wiederhören. Herr Treptow, was soll denn das? Was ist das? Ja, soll ich jetzt meine Post selber aufmachen? Also nochmal zum Mitschreiben. Aufmachen, vorsortieren, Schrott ausmisten, Lappalien abschlägig im Formbrief beantworten und Dringliches mir in meine Unterschriftmappe legen zur Sichtung und gegebenenfalls zur Beantwortung. Haben Sie sich verstanden? Naja, und wer kümmert sich inzwischen um meine Arbeit? Ihre Liegestützübungen. Es waren Kniebeugen, ja. Außerdem muss ich sowieso gleich weg zu einer Sitzung. Ah. Dann streicht man uns wieder die Fördermittel vom Land. Es geht bitte immerhin um 200.000 Euro, ja? Na gut, ich meine, 200.000 haben und nicht haben sind 400.000. Ja, und Sie haben jetzt einen Termin in München im Mutterhaus. Stimmt. Guten Tag. Herr Treptow, sind Sie jetzt Herr Wöllers neue Sekretärin? Bitte nicht, Schwester. Auf dem Boden liegende tritt man nicht mit Füßen. So, ich bin eigentlich gar nicht mehr da. Aber wie gesagt, wenn Sie mir bei meiner Post helfen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Ist das nicht komisch? Frau Laban arbeitet jetzt bei uns als Sekretärin. Ach. Halbtags zumindest, weil ihr sonst die Decke auf den Kopf fällt. Die Laban arbeitet bei Ihnen? Im Kloster? Ja, stellen Sie sich vor. Unentgeltlich. Aber das nur am Rande. Eigentlich bin ich hier, um mich nochmal mit Ihnen abzustimmen, bevor ich nach München zur Mutter fahre. Ach, haben Sie auch einen Termin bei ihr? Ja, 13.15. Und Sie? 13.30. Ja, dann können wir ja zusammenfahren. Zusammen? Ja. Ohne mich. Herr Wöller, erstens können wir da einiges klären, was den Klosterwald angeht. Und zweitens ist das viel umweltfreundlicher. Und drittens labern Sie mir die Ohren voll mit irgendwelchen Problemen. Ja, apropos. Wussten Sie, dass ein Gauner Ihren Seniorenwählern auf solchen Kaffeefahrten das Geld aus der Tasche zieht? Nein, und wie? Indem er Ihnen, Wiedersehen, Herr Treptow, völlig überteuerte Heizdecken andreht. Aber irgendetwas stimmt doch da nicht, sonst hätte ich ihn doch bestimmt mal melden können. Also Schwester, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber bitte, ich rufe gerne im Mutterhaus an. Kloster Kaltental, Sekretariat Orden St. Magdalena? Ja, hier spricht Kulturreferent Treptow. Herr Treptow? Marianne, ich flehe Sie an. Sie müssen zurückkommen, wenn Sie nicht wollen, dass hier alles zusammenbricht und ich auch. Wieso? Sie haben doch Frau Radke, was brauchen Sie mich? Ja, wissen Sie das nicht? Die hat doch auch hingeschmissen. Noch am gleichen Tag wie Sie. Nein. Ja, doch. Und jetzt hat Wöller mich zwangsverpflichtet. Als Sekretärin? Na ja, was denn sonst? Frau Laban hier im Büro sah es aus wie nach einem Taifun. Tja, was soll ich da sagen, Herr Treptow? Erst wenn man nicht mehr da ist, erfährt man etwas Wertschätzung. Aber zurückkommen, auf keinen Fall.
Ich habe es nicht mehr nötig, mich von einem Herrn Wöller rumkommandieren zu lassen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe zu tun. Stellen Sie sich vor, Frau Radke hat auch gekündigt. Kenne ich nicht. Aber um noch einmal darauf zurückzukommen... Der Hund. Schwester, ich glaube, da sehen Sie Gespenster. Was soll denn so einem Tier in einem Kloster schon passieren? Na ja, Hallo, Frau Radke, ich bin's, Marianne Laban. Ich habe soeben zufällig erfahren, dass Sie auch gekündigt haben. Meinen Sie nicht, wir sollten uns vielleicht im Ochsen auf eine Weißweinschorle treffen? Rufen Sie mich mal an, ja, danke. Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás, la cucaracha y la cucaracha. Ah, da kommt ja auch unsere Frau. Moment, sagen Sie nichts. Ihr Name wird mir ewig im Gedächtnis bleiben. Frau Meier, richtig? Felicitas, die Glückliche. Ach, hören Sie auf, das sagen Sie doch jeder. Und das machen Sie mich aber unglücklich. Wissen Sie, es gibt in jeder Gruppe einen besonderen Menschen. Das sind in dem Fall Sie. Also, hasta la vista, Baby. Oh, diese alten Schachteln. Lang stehe ich das nicht mehr durch. Immer noch besser als Steine klopfen. Aber nicht viel. Gut, nützt ja nichts. Alles wie gehabt. Bring nicht alle Decken auf einmal. Macht sich einfach besser, wenn nicht so viele da sind. Außerdem habe ich dann Gelegenheit, so zu tun, als wäre es die letzte Gelegenheit, den zweiten Preis zu gewinnen. Alles klar. Navier, me ha visto salir a ese no fui yo. Y una linda guachina guaya. Dankeschön, danke, danke, danke. Zu gütig, aber jetzt reicht's wirklich. Denn eigentlich sind ja Sie heute die Stars unserer Veranstaltung. Die Gewinner des dritten Preises einer Traumreise durch diese herrliche Landschaft zu der historischen Stätte, wo einst die Grafen von Hohenwöllern als Raubritter hausten. Und wenn Sie da vorne nicht sofort Ihr Glas wieder hinstellen, dann sehe ich mich gezwungen, Sie unten auf die Streckbank zu binden, in der Folterkammer. Nein, ein kleiner Scherz natürlich. Aber Kloster Kaltental, Sekretariatsorden St. Magdalena. Hallo. Hallo. Zweiten Preises, den wir im Anschluss verlosen werden. Willkommen auf Burg Hohenwöllern. Und wenn ich jetzt dann vielleicht auch mal ein Gläschen kriege von meiner reizenden Assistentin Brigitte, kleinen Applaus. Hm? Dankeschön. Danke. Dann erhebe ich mein Glas. Ich erhebe mein Glas. Jawohl. Gefüllt mit dem köstlichen Champagner und trinke auf Sie. Trinke auf uns. Und trinke auf die unvergesslichen Stunden, die wir gemeinsam hier verleben dürfen. Zum Wohl. Ich trinke nichts. Ich auch nicht. Ja. Wie heißt's so schön? Wein, Weib und Gesang? Wein hatten wir ja bereits. Weib trinkt jetzt gleich den Kaffee und isst köstlichen Kuchen. Bleibt eigentlich nur mehr der Gesang. Worauf warten wir noch? Vamos, muchacho, aber nicht mehr ganz so stürmisch, ja? Ja, was ist? Wir sind sowieso zu spät dran. Na gut. Na gut, was? Ja, dann gehen wir eben zusammen rein, wenn Sie mir nicht vertrauen. Aber jetzt kommen Sie. Die schwarze Mamba ist in der Lage, schickt uns wieder nach Hause, wenn wir zu spät kommen. Aber dass Ihnen das einfach nicht in den Kopf will, ja? Dass ich als Vertreter der Gemeinde Kaltental es einfach nicht zulassen kann, dass Sie... Die Eier! Ich habe die Eier für einen Hund vergessen. Ich weiß, das sollte man eigentlich nicht sagen. Aber als Sie Ihre Depression hatten, waren Sie mir fast sympathischer. Danke für das Kompliment. Schwester Hanna und Herr Wöller sind auf dem Weg nach oben. Und Sie gehen jetzt lieber, sonst werde ich Ihnen noch unsympathischer, falls das überhaupt möglich sein sollte. Nun ja, sogar der Hund ist Ihnen weggelaufen, oder? Bitte, Schwester Hildegard, nicht mir. Und was die sich sonst noch alles geleistet hat, während meiner krankheitsbedingten Abwesenheit, das... Also jetzt übertreiben Sie doch nicht so maßlos. Mein gesamtes Investmentportfolio hat die in Sparbriefen angelegt. Mit Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Wie, was? Ach,
ich hätte größte Lust, Sie für die gesamte Laufzeit nach Sibirien zu verbannen und Schwester Hanna gleich mit. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich gehen. Bitte. Schwester? Ja? Schwester Hanna und Herr Wöller werden gleich bei Ihnen sein. Herrn Wöller lassen Sie warten. Schwester Hanna schicken Sie gleich zu mir. Wie Sie wünschen. Also hier herrscht eine Stimmung, dagegen ist die Temperatur in einer Tiefkühltruhe eine Sauna. Na, Sie haben's gut. Sie können gehen, ich muss bleiben. Naja, aber das mit den Sparbriefen ist schon ein starkes Stück. Ja, aber dafür eine sichere Anlage. Sonst ist das letzte bisschen, das noch übrig ist, auch noch weg. Und sie hat wieder einen Grund, kalten Teil zu verkaufen. Exzellenz, länger nicht gesehen. Grüß Gott, Schwester. Guten Tag, Exzellenz. Kommen Sie oder gehen Sie? Ich bin praktisch gar nicht mehr da. Aber ziehen Sie sich warm an. Frau Reuter ist in Hochform. Das trifft sich gut. Ich auch. Also, auf in den Kampf, Torrehero. Moment, Herr Müller. Zuerst Schwester Hanna. Wie? Dürfen wir nicht gemeinsam rein? Die Mutter hat ausdrücklich darauf bestanden. Aber es ist 13.30 Uhr und das ist mein Termin. Also bitte, machen Sie mir das Leben nicht noch schwerer. Also ich werde Sie fragen, ob Sie dazukommen können. Trinken Sie halt noch einen Kaffee. Guten Tag, Mutter. Wo ist denn der Hund? Fragen Sie Schwester Hildegard. Ich habe hier etwas für ihn. Ich habe auch was für Sie. Vom Innenministerium, unseren Klosterwald betreffend. Und besonders der letzte Abschnitt dürfte Sie interessieren. Somit haben wir aus den oben genannten Gründen leider keine andere Möglichkeit gesehen, als von unserem Angebot, Ihren Klosterwald in den Naturschutzpark Oberbayern einzugliedern, Abstand zu nehmen. Unter den oben genannten Gründen findet sich neben der Ausforstung des Waldbestandes durch Herrn Wöller auch die traurige Tatsache, dass man sich im Ministerium von uns arglistig getäuscht sieht, sprich Ihr grandioser Einfall mit den Waldorchideen. Ja, aber damit wollte ich ja nur verhindern, dass der Herr Wöller weiter abholzt. Und haben damit das Gegenteil erreicht. Aber da Herr Wöller nichts von diesem Brief weiß und auch von Ihnen nichts erfahren wird, haben wir vielleicht noch eine Chance, ihm den Wald anzudrehen. Mutter! Und zwar zu der Summe, die das Land geboten hat. Und nicht zu seinem lächerlichen Angebot, das er mir gleich machen wird. Haben wir uns verstanden? Haben wir uns verstanden? Ja. Gut. Dann können Sie jetzt gehen und Herrn Wöller zu mir bitten. Herr Wöller! Sie machen mich ganz nervös. Ja, was soll es Ihnen besser gehen als mir? Ja? Diese Frau macht mich allergisch. Schauen Sie sich das an. Diese hektischen Flecken, die habe ich am ganzen Körper. Sie sind dran. Und? Ach. Hier, die Eier von Lelas Hühnern für Herrn Hund. Ach so, danke, die Eier. Wo ist der eigentlich? Sie will den Wald verkaufen, ja? Ja. Ich hab weiß Gott alles versucht. Aber wenn's denn sein muss, wenigstens das Kloster bleibt uns noch. Komm, wir trinken erst mal einen Kaffee. Ach nein, danke. Da muss ich 10 Kilometer fahren, um mir das anzuhören, ja? 3 Millionen, ich glaube, ich spinne. Herr Wöller, 3 Millionen hat mir das Land geboten. Warum sollte ich Abstriche machen? Ich bin kein Wohltätigkeitsverein. Wie auch immer. Bald haben Sie keinen Wald mehr zum Verkaufen, ja? Und dann gehört das Gelände mir, für ein Butterbrot, was heißt auch ohne Butter. Ja, halt! Ich bin mit ihm mit dem Wagen gekommen. Bitte, bitte. Und machen Sie ihm klar, dass immer noch die einstweilige Verfügung besteht, die ihm das Abholzen untersagt. Jawohl, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Na, haben Sie ihr gestanden, dass Ihnen der Hund entlaufen ist? Nein. Oh Gott, die nehmen den Aufzug. Der ist doch kaputt. Halt! Lassen Sie Herrn Wöller ruhig 10 Minuten im eigenen Saft schmoren. Für wie dumm hält er mich? 1 Million! Lächerlich! Was ist denn jetzt los? Sag mal. Nicht, Sie machen ihn doch kaputt. Der ist doch schon kaputt, Herr Zeiten. Hallo, hören Sie uns? Ja. Rufen Sie halt oben an, Sie haben doch ein Handy. Sag ich im Auto. Oh. Also für mich macht diese schwarze Mama das absichtlich.
Nein, das macht sie nicht. Unten hing ja das Schild. Aufzug defekt, bitte Treppe benutzen. Oh. Ja, aber oben doch nicht. Ja. Oh, hör mal, ist so heiß. Ist sie Ihnen auch so heiß? Nein, jetzt kriegen Sie bloß nicht einen von Ihren klaustrophobischen Anfällen. Doch. Ja, ganz ruhig. Ja. Einatmen und auf Pff ausatmen. Einatmen und auf Pff ausatmen. Ja, und bei der Gelegenheit möchte ich gleich nochmal auf mein Anliegen zurückkommen. Diese Heizdeckenvertreter. Ja, Schwester, wie können Sie in der Hitze, ja, in diesem Backofen von Heizdecken reden? Hilfe! Hilfe!